Das geht nicht. Nein. Da muss man über seinen Schatten springen und sagen, ich fahre rechts. So. Und wenn wir in diese Todeszone kommen, fahren wir links. Und wir gehen hier gleich auf Super Rage Modus. Und einfach mit der Kekse. Oha. Ein Lamborghini. Oh, das ist perfekt. Boah, perfekter kann's nicht gehen. 12! Deswegen Lambo. Super. Hat eine geile Farbe? Ja, und irgendwie schon. Die Farbe gefällt mir auch. Man hört sofort, dass es ein Lambo ist. Ja. Man sieht es auch. Man fühlt es auch, dass es ein Lambo ist. Lambo. Fahre Lambo mit mir. Fahre Lambo die ganze Nacht. Fahre Lambo mit mir. Weil Lamborghini dich glücklich macht. Was? Junge! Das ist ein Lambo, bleib locker. Zieh deinen Kratzer Sicky rein. Da muss er freundlich sein. Ich hab nicht mal Ahnung, wie der Songtext geht, aber ich singe einfach irgendwas mit. Man. Und ich hab da eine Wand gesehen. Das Auto aber nicht. Au. Das war ein Junge! Willst du mir eigentlich auf die Säcke gehen oder was? Knappe Sache. Wird immer knapper, du. Au, au, au. Scheiße. Ich hätte rechts rumfahren sollen. Also man merkt wirklich, dass es ein Lamborghini. Ja. Hallo, guten Tag. Ich fährst ein bisschen auf der falschen Straßenseite, glaube ich. Wo ist hier ein Raser? Ich sehe keinen Raser. Ich sehe hier nur einen Lamborghini. Hi. 3 von 12. Ja. Starke Leistung. Starke Schule. 10 von 12. Ja, schön wär's. Was für? Au! Busy-Zeit haben wir aufgeholt. Hi. Au. Korrekt, gegen Dumbo. Das ist ein Kampf, den guckt man sich sehr gerne an. Mhm. Au. Und dann schmeißt sie vorne um die Ecke. Ich schaff's gerade auch so um die Mikro. Du darfst doch nicht sowas machen! Nein! Alter! Ich hab mich darauf konzentriert, irgendwelche Dinge zu machen. Genau, die Kiste zu machen! Genau, perfekter Start schon wieder. Ja. Ja, ich hab mich darauf konzentriert, in welche Richtung ich fahre. Links oder rechts? Ja, haben sie denn mittig? Ja. Es gibt nur zwei Wege, links oder rechts. Mittig! Mittig geht nicht, ich fahr mittig! Es gibt doch diese, die Leute, die sagen, ja, ich trau mich nicht links zu fahren, weil da muss man zu schnell fahren, aber ich trau mich auch nicht rechts zu fahren, weil da muss man ein bisschen langsamer fahren und gedöhnt, ne? Ja, links ist ja die Überholspur. Ja, genau. Das wisst ihr. Und jetzt damit 8 Schrumm zu kriechen, da. Die Leute sagen dann, ich fahre lieber mittig, weil da muss ich nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam fahren. Und genauso habe ich mir das auch gerade gedacht, weil ich bin total. Ja, du bist unentschlüssig, ja. Genau. Aber auf einer, pass auf!
Pass auf. Jetzt kommt er mit seiner Philosophie. Wir versuchen das jetzt mal philosophisch anzugehen. Ja. Auf einer dreispurigen Autobahn kannst du sagen, rechts, nein. Links, nein. Mittig, ja. Auf einer zweispurigen, rechts, nein. Links, nein. Mittig gibt's gar nicht, dann muss ich ja doch rechts fahren. Nein, wir fahren mittig. Ein Kasten. Das geht nicht. Nein. Da muss man über seinen Schatten springen und sagen, ich fahre rechts. So. Und wenn wir in diese Todeszone kommen, fahren wir rings. Rings ist geil, aber wenn wir ja, noch kurzfristig und entscheiden, du fährst einfach links. Okay. Okay. Rings. Rings ist klar, bist du. Rings. Fährst du auch mit uns rings? Au! Ey, ich konnte den Huren so nicht bewegen, das ja? Das weiß ich doch. So bist du ja auch nicht gesagt, tschüss, Mann. Der hat keinen Kofferraum mehr. Junge. Ja, schaff's nicht. Mach mal tschüss, Mann. Aha! Hauptsache die Mautschule. Nein, ehrlich. Ja, das ist meine Aufgabe, so Tempo. Ey, ich konnte den Wagen nicht mehr lenken, ja? Hattrick, Junge. Hattrick. Die Dinger sind drei. Ja. Jetzt zieh auch mal den Arsch hoch und mach das Ding mal. Ja, okay, okay. Tschüss mal jetzt hier, ja? Und nichts mit rings oder ich trau mich nicht rechts zu fahren, weil links so viele Schweine fahren, also fahr ich mit dich. Nein! Okay, okay. Ich hab ja verstanden. Man sollte irgendwas erklären. Nö. Das ist momentan der Philosophie-Phase. Ja. So schnell konnte ich gar nicht blitzen. Also wenn da ein Blitzer gestanden wäre, wäre umgefallen. Die Kollegin nimmt man immer. Letztens Mal habe ich sie nicht mitgenommen. Was mich ein bisschen schade ist. Das ist eine deutsche Satzstellung, Alter. Holla! Da schlackert hier der Deutschlehrer mit den Ohren. Ja, zum Glück hört mein Deutschlehrer wahrscheinlich nicht mit. Der würde wahrscheinlich denken, Alter. Ich weiß gar nicht, dass ich was mache. Tschüss, Mann. Die Deutschlehrerin würde mir, glaube ich, die Ohren ziehen. Ja. Von mir der Deutschlehrer, da würde sie wahrscheinlich denken, ja, deswegen ist er so scheiße. Deswegen ist der aber für. Deswegen machen die Video auch Videos. Jetzt hört aber auf, jetzt hören wir mal ein bisschen auf zu reden. Ich dachte, du bist hingewiesen. Stimmt. Den Linksbreaker gibt's ja auch noch. Das wird jetzt doch schon kritisch. Nee, ich glaube, der ist ewig weit weg. Ja. Yeah. Hauptsache das Auto nehme ich noch mit. Ja, dieser Hurensohn da vorne hat mich ein bisschen. Jetzt aber! Es gibt keine Kekse mehr. Nie mehr. Warum? Warum gibt es keine Kekse mehr? Warum willst du mir die Kekse verbieten? Kekse ist ja gar nichts. Das sind Döner-Teller mehr. Bist du Döner-Teller oder ich? So. Wir beide. Und ich bin ich. Ja. Gewinn das Rennen. Wenn du das Rennen nicht gewinnst, gibt es kein Tee mehr. Was? Das Rennen ist mir. Das Rennen ist nicht mir. Nein, Leute. Seid ihr auch Teetrinker? Wenn ja, was trinkt ihr denn so gerne für Tee? Schreibt mal in die Kommentare. Stimmt, das würde ich selbst gerne mal wissen. Ich bin da so... Interessant, was ihr für einen Tee... Das ist eher so ein selbstgemachter oder in dem Beutel. Das ist ja auch nicht so schlecht. Tschüss, Mann. Den nehme ich sowas von mit. Ja. Schreibt uns einfach mal rein, was ihr getrunken habt. Also, muss ich hier konzentrieren. Ja. Wird nichts. Was? Das ist der fünfte Versuch. Und? Zum fünften Mal einen perfekten Start hingelegt. Perfekter Start bringt uns aber nichts. Ja. Wenn ich bis zur zweiten Mautstelle kommt. Jetzt ist O-Zapfis. O-Zapft? Okay. Aber nur weil O-Zapft ist. Ein Auto auf der Straßenseite, bitte ich. Zwei, ja? Zwei! Das eine war bei uns auf der Seite.
Oha. Da habe ich nichts mehr zu tun. Trotzdem wird das extrem knapp. War doch nix. Nö. Das Hemd war hier unten irgendwo. Was für ein Hemd? Die Brücke. Nee, nee, natürlich wieder. Ja, das ist ja wieder. Typisch! Ist das! Muss man hier ein bisschen wie meine Geschichtslehrerin sein gerade. So von 0 auf irgendwas. Mal ganz plötzlich laut werden. Das, hallo? So sieht man sich wieder. Sehen wir nicht. Keine Zeit. Schaffen wir auch nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Hauptsache ich nehme mal mit. Hauptsache ich nehme mal mit. Alter! Ernsthaft! Jetzt ist aber mal zappenduster hier. Vielleicht schon zum 6. Mal, gell? Also wenigstens kriege ich einen perfekten Start mit dem Lambo hin. Das muss man mir lassen. Dann hast du einen Tee doch gewonnen. Wegen dem perfekten Start? Ja. Ich hab mal Mitleid. Dankeschön. Bitte. Aber jetzt ist wirklich zappen. Wenn man hier keinen Hurensohn mit, okay? Ausnahmsweise. Das ist eine gute Idee. Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, vorhin hatte ich noch eine bessere. Ja. Ey, weißt du, die ganze Zeit konnte ich diese Hurensohn-Kurve. Und jetzt krieg ich sie nicht mehr hin. Das ist schon behindert. Wir sind nicht alle perfekt. Aber Hauptsache sind wir mal schon über die erste Mautstelle drüber. Und die zweite kriegen wir auch. Das ist ja schon mal ein Keks wert. Ja. Hallo. Mann, fahr doch mal weiter rüber da. Aber nö, hast du auch wieder einen Wendekreis wie ein Panzer. Fliegen wir mal über den Zaun. Macht's ab. Tschüss. Sehen uns später. Das war gerade so komisch. Ja, da hätte ich links fahren müssen. Das ist so schwierig in der Kurve. Vor allem noch mit einem Lambo. Der Kreis des Rotes kommt erst, wenn wir wieder rechts, links, geradeaus, mittig fahren. Hm. Hauptsache die Wände nehme ich mit. Oh. Es gibt keinen Lagebericht. Bisschen weg. Das ist ein Lagebericht. So, jetzt kommt gleich der Scheiß. Ich hab jetzt schon. Danke. Das war ein bisschen zu schnell. Konntest du nichts? Was muss der Rabbi? Eine Unverschämtheit! Der sieht doch das bei deinem Gas. Kann er nicht 5 Minuten länger später stehen bleiben? Kaffee trinken? Nö, muss er. So, Leute. Jetzt. Ich bin gleich kurz in der Kopf. Höchste Konfiguration. Weil ihr wisst, macht's ab! Zwei Spuren auf eine 3 Spuren zu fahren, das ist nicht einfach. Aber das macht ihr jetzt. Das gebe ich mir jetzt. Dann will ich mit dich. Ich sag dir, ich prob dich tot. Natürlich! Natürlich! Hauptsache wir fahren nicht mit dich! Aber diese kleine süße Baustelle, die nichts gemacht hat! Was bitte damit werden? Unglaublich! Wir haben es geschafft! Ja. Neuland! Neuland! Wir kommen jetzt auch gleich auf eine Einspurige. Ah, mittig geradeaus, links, ah, wovon wir landen? Ja, bei der Einspurigen. Da gibt's nur Mitte. Haha! Aber da fährt er dann links. Hm? Ja, da dachte ich mir, ich muss ein bisschen schneller fahren, ne? Hi! Alles klar bei dir? Ja, ich bald. Oh, du Nachrichtenhurensohn. 6 von 12. Heiland gepriesenen Herrn.
Gefühl. Ich bin so angespannt, das glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Der angespannteste Keks der Welt. Ey, meine Hand, mein Handgelenk, das zittert schon. Ja. Hm? Oh. Bam! Ah! Ah, fast. Kurve. Nach der Pause im Spiel, das sieht mega aus. Kurve rechts. Du siehst ein bisschen neu aus. Ja, hast nur ein paar Kratzer. Weil Gold of Paradise würde mir jetzt eine Werkstatt fahren, der würde uns mal kurz umstylen. Ja. Weil das kommt auch noch, ja. Das legen wir euch eigentlich mal ziemlich ans Herz. Es ist schade, dass das kaum einer guckt, finde ich. Noch zumindest. Das ist jetzt auch. Das ist neu, aber. 7. Hä? Wo kommst du her? Ich zwei Spuren, ich hab schon eine Panik gehabt. Aber du hast es bravourös geschafft, Alter. Ich bin doch richtig glücklich. Machst du das Bild? Natürlich. Hallo! Mach Job! Hör auf! Ein Auto, der sich quert. Ein Auto. Fahr doch mal weiter! Naja. Guck mal hier! Das ist ein Vorsprung an der Maustelle. Wie kommt denn das jetzt? Also. Wenn du doch so vorhin gefahren bist, auch wenn du darüber. Das war so eine kleine Lücke, da kann man sich gar nicht eigentlich quer schon, du wirst quergestellt. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Aber. Schon leicht krank? 4 Mordstellen noch. 11 von 12, das müssen wir wiederholen. 11 von 12, wir haben vergessen aufzunehmen. Aber weißt du, zum Glück ist da eine rote Zahl. Die sagt mir, dass wir aufnehmen. Ja, hatten wir auch schon zweimal gehabt. War auch rot, da war mal nichts gewesen. Das war ja nur Stimme. Entschuldigung, ich muss dich mitnehmen, weil da eine scheiß Corvette war, die mich in den Weg, die sich in den Weg gestellt hat. Sehr gut. Du bist mathematisch, bist du halt praktisch, grafisch, bist du wirklich Grammatik der absolute Hammer. Praktisch, grafisch? Ja, ich weiß auch nicht, das kann man so ausgesprochen. Okay, da war es ausnahmsweise mal scheißegal, ob ich links oder rechts gefahren wäre. Hauptsache, ich fahre jetzt hier runter und nichts hoch. Links. Das ist rechts. Nee. Die 10. Ja! Wenn ich so einen Schritt mal mitbringe. Ja, was muss ich schon sagen. Job. Jungs? Eigentlich ist es zappenduster. Super. Oh, ich hab schon wieder kein Nitro mehr. Wie vorne ist die 11. Oh, sauber. Ja, ja. Und wo kommt denn das auf einmal her? Das hätte ich mal am Anfang gebraucht. Mach dich ab, Junge. Ohne Mist, das hätte ich mal am Anfang gebraucht. Gegenverkehr! Nicht. Nee. Bei uns wirklich nicht. Bei uns gibt's nur Einbahnstraßenverkehr. Alles was anderes erfährt, ist entweder blöd oder hat keinen Führerschein. Wir haben einen, wir können extra vorweisen. Ja, genau. Wir zeigen denen auch beim nächsten Mal in einem Special vor, ne? Tschüss, Mann. Geh weg. Ja. Natürlich. Komm! Genau, ich spawne mal in einem Wagen. Das war leicht verarscht, Jungs. Kurve. Und den Zahnschmerzen. Oh, was? Nitro schon weg? Hi. So, das war die letzte. Ja. Das war doch jetzt dann recht einfach. Das musst du noch machen. Das musst du natürlich. Das ist so cool. Mit 86 km/h. So Leute, die letzte verhurte Aufgabe, das wird nichts mehr. Also, was haben wir denn für jetzt? Ihr ruft mein Handy. Rechts, weiter rechts.
Ja, Leute. Ich würde sagen, die Aufgabe zeigen wir euch beim nächsten Mal. Das wird eine coole Aufgabe. Du warst dran schuld. Tut mir leid. Mach doch nicht 6-mal raus, mach doch 2-mal raus, dann schaffe ich das locker. Jetzt müssen wir das Programm nochmal starten. Ich hab eigentlich... Ah, gut! Alter, hä? Ja, Super Frog, hopp! Auf geht's, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mann.